Proteste im Vorfeld des Weltwirtschaftsgipfels in Davos. Mehrere hundert Demonstranten marschierten durch die Schweizer Hauptstadt Bern. Auch in Landquart versammelten sich Aktivisten zu einem Protestmarsch. Sie forderten die Teilnehmer des Gipfeltreffens auf, Verantwortung für das Klima zu übernehmen. Wer das Programm genauer studiert, wird feststellen, auch am Fuße des Zauberbergs denkt man so grün wie nie. Beim Weltwirtschaftsforum dreht sich dieses Mal fast alles um den Klimawandel und seine Folgen. Doch ausgerechnet US-Präsident Trump soll die Eröffnungsrede halten. Trump hatte vor 2,5 Jahren das Klimaabkommen von Paris gekündigt und zweifelt bis heute die These vom menschengemachten Klimawandel an. Auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird auf dem Podium in Davos Platz nehmen. Sie fordert Unternehmen, Organisationen und Regierungen auf, sämtliche Investitionen in fossile Brennstoffe zu beenden. Seit 1971 treffen sich in Davos jährlich Staatschefs, Manager, Wissenschaftler, gesellschaftliche Akteure und Journalisten zum Weltwirtschaftsforum. Diskutiert wird über Wirtschaft, Sozial- und Umweltpolitik. Zur 50. Ausgabe wollen mehr als 3000 Teilnehmer kommen.